Den 23. Juni ist immer ein großer Tag für uns Lützebäuer. Nationalfeiertag, Großherzogs Geburtstag. Auch wenn unserem Staatschef sein privater Geburtstag nicht auf den Tag fällt, ist es immer ein Moment, wo wir unserem Herrscherhaus als Sympathie und Dankbarkeit ausdrücken. Das ist auch immer der Tag, wo wir und der Spruch, wir wollen bleiben, was wir sind, denken. An denen so richtig Lützebäuer statt heißt man den Lützebäuer feiern. Wie der Michel Lenz, der Papst von unserem Nationalhymn, der Hemischt, die Satz 1859 an sein freier Wohn geschrieben hat, du nicht nach Kien und die zwei großen Weltkriege an Dono und den Vereinten Europa gedurcht. Haut haben wir da Europa, auf hier und allem haben wir Frieden an der Union. Vielleicht frohen auch ein Party Leipzig, ob einem Nationalfeiertag, ob wir dann Lützebäuer oder europäisch Lützebäuer oder Lützebäuer Europäer sind. Ich meine, wir sind alles, aber wir sollten auch so bleiben, wie wir sind. Wir Lützebäuer könnten doch als kleines Land nicht eigenständig bestehen, weil wir als Gefe von unseren Nachbarn und Partnern isolieren. Wir wären wirtschaftlich auch sonst sehr ganz schlecht drin. An Zeiten von Flüchtlingskrise, Mangel an Solidarität, Finanzprobleme und so viel Negatives. Könnte der Mundschländer gut und Sachen vereinfacht oder falsch durchzustellen und zu behaupten, ohne Europa wäre alles besser. Ich will nur nicht anfangen, dass Europa immer an alles richtig gemacht hat. Aber ich bin aber überzeugt, dass wir ohne Europa komplett falsch gehen. Wir brauchen Europa, für uns zu behaupten. Heim und draußen. Das heißt nicht, dass wir kein Lützebäuer mehr sind. So wie wir an Zukunft an Europa haben. Haben wir als Wurzeln, als Kultur, als Heim bei uns. Und wir sollten das herstellen. Wir brauchen als Lützebäuer Identität nicht abzugehen, für Europäer zu sein. Au contraire. Ein stolzer Lützebäuer an einem stolzen Europa, das geht Hand an Hand. Wir haben heute zu Lützebäuer die Chance, dass die neuen Parteien, wenn auch mit Nuancen, dass alle Gure plus oder weniger so gesehen. Eine richtig europafeindliche Partei haben wir ja Gott sei Dank nicht. Am Gegensatz zu anderen Ländern. Und das ist gut so. An dem Tag, wo wir als Hemischt feiern, feiern wir damit gleichzeitig Europa. Aber bei der Parade an der Neuer Avenue wird ja auch immer die Europa-Hymne gespielt. Während wir also bleiben, was wir sind, stimmen sie auf der Insel darüber auf, ob sie die Union sollen verlassen. Das ist schon ein bisschen bizarr, für den Mal live auszudrücken. Weil gerade der Memberstaat, der viele Avantagen und Ausnahmen zugestanden hat, an das über die Jahrzehnten, und man aber nicht zufrieden ist. Die Briten haben es selber an der Hand, über die Zukunft zu dezidieren. Ich hoffe, dass sie am Club bleiben, ist so aber auch ganz klar, dass wir uns nicht dürfen erpressen lassen, weder von den großen Briten noch von Sossengen. Es muss Schluss sein mit den Extrawursten hier und den Extrawursten da. Entweder es spielt in die Regeln vom Club oder es muss in eben den Verein wechseln. Auf jeden Fall wissen wir Lützebäuer, was wir und dem Verein haben. Wir leben in Europa, aber wir leben in Lützebäuer. Unsere Zukunft an einem Europa, das unbedingt mich stärken muss gehen. Dem Grand Duc Henri will ich mit euch alle Guren auf unserem Nationalfeiertag nehmen das allerbeste wünschen. Vive unser Grand Duc und seine Familie, vive Lützebäuer, vive Europa.